Ja. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Ich glaube, das ist auch das letzte auf dem VX oder so. Und zwar kommen wir jetzt zu Make a Mount RPG. Hast du noch was auf Lager? Am besten ohne den ganzen Text. Ich habe noch ein Spiel für den VX auf dem Lager. Auf Lager. Aber das dauert etwas länger. Das werden wir heute wahrscheinlich nicht an einen Rutsch durchspielen können. Und zwar Make a Mount Free RPG. Ja, der Titel sagt mir schon mal sehr viel. Es ist ein Make a Mount Fangame. Es gab es damals auf dem 2K. Und dann nochmal auf dem 2K3 und jetzt halt auf dem VX. Das war, glaube ich, mein drittes Projekt auf dem VX gewesen, als es ungefähr von Echsenkrieg und Broken Worlds den Level. Also ja, von Trashigkeit. Ich würde sagen, wir beginnen einfach mal ein neues Spiel. Willkommen zum Make a Mount Free RPG. Möchtest du die Geschichte ansehen? Wollen wir die Geschichte ansehen? Wollen wir? Können wir mal Nein sagen? Ja, dann sage ich Nein. Zur Text. So. Willkommen. Das ist das Spiel. That's the game. Wetten, dass es sich die Story anzugucken. Oh, wow. Ja, weil. Zur Erklärung. Warum das Free RPG heißt. Eine Story. Super. Das hat nämlich sozusagen zwei Modi. Einmal hat es den Story Mode und einmal so ein ja, so ein Elder Scrolls Mode, der aber nie fertiggestellt wurde. Der Story Mode ist eigentlich auch nur die Vorgeschichte zum Elder Scrolls Modus, weil Make a Mount ist eine Reihe von Büchern und spielt ja in den die gleichen an Make a Mount. Wer Kinderbücher mag, ist es ein Kinderbuch, ne, und ein Jugendbuch, dann, na, war gerade ein Spoiler, dann sind echt diesen von Wolfgang Holbein, also den empfehle ich nur, wenn man halt so fantastische Geschichten mag. Man muss halt auch mit seinem Schreibstil zurechtkommen und so. Und naja, das sollte eigentlich eine Klassenauswahl sein. Ihr seht ja da unten schon Klassenwahl. Man sollte halt verschiedene Klassen spielen können und sollte dann so eine offene Welt haben. Und die Story sollte an einem bestimmten Punkt enden, wo der Hauptcharakter Kim heißt, ja, den wir auch kennen gleich, zu einer bestimmten Sache aufbricht und das und die sollte da halt der eigene Charakter dann machen bis dahin. Und ich war auch relativ schon weit gekommen, habe es aber halt nicht beendet. Und ich würde sagen, wir gucken uns den ganzen Kram mal an. Ich habe keine Ahnung, wie das mit Bellixen hier wird. Ja, wir wollen uns die Geschichte ansehen. Intro überspringen? Nein. Unsere Geschichte beginnt, als Kim Larsen, ein begeisterter Fan von Science-Fiction-Heften, seine Krankenschwester im Krankenhaus besucht. Vater, und man kann wirklich nichts tun? Ich meine, damit sie aufwacht. Dr. Schreiber. Das ist, glaube ich, der Typ unter dem blondhaarigen Jungen. Nein, nein, nein. Ihr Zustand ist zwar stabil, aber sie wacht nicht auf. Wenn ich wüsste, ob es eine Seele gäbe, dann würde ich sagen, dass irgendetwas ihre davon abhält, in ihren Körper zurückzukehren. Ich weiß nicht, ob die Dialoge wirklich im Buch so vorkamen. Da fällt mir ein, dass ich ein Spiel total in meiner Top 10 vergessen habe. FF Musik, FF Tactics und wer der Essings ist FF7. Ach nee, you don't say, Markus. Das weiß ich auch. Rebecca. Das ist Kim übrigens. Ja, wieder ein Facemaker. Face. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Ich glaube, das ist ein Dialog aus dem Buch. Ich weiß, wie schwer die Situation für Ihre Familie im Moment ist. Wir versuchen alles in unserer Macht Stehende zu tun, damit Rebecca aufwacht. Das verspreche ich Ihnen. Die Schrift ist übrigens auch wieder richtig geil, ne? Wir danken Ihnen, Dr. Schreiber. Es ist selbstverständlich, dass ich als Arzt Menschen in Not helfe. Wozu wären wir sonst da? Nun, auf Wiedersehen, Dr. Schreiber. Auf Wiedersehen, Familie Larsen.
Grimmschwester Rebecca klagte vor mehreren Tagen über Bauchschmerzen. Später erbrach sie sich sogar. Der Vater von Kim rief den Notarzt an, der eine Blinddarmentzündung feststellte und Rebecca ins Krankenhaus fuhr. Dort wurde sie operiert. Eigentlich eine Routine, doch nach der Operation wachte Rebecca nicht mehr auf. Die Ärzte waren genauso ratlos wie Kim und versuchten alles Mögliche, damit Rebecca aufwachte. Doch es half nichts. Rebecca konnte nicht aufwachen. Nun hatten die Familie die kleine Schwester von Kim besucht, was allen nicht sagen geschah, sollte Kims Leben vollkommen verändern. Weil ist so. Ich hoffe, dass es Rebecca bald besser geht. Das hoffen wir alle, Kim. Vielleicht sollte jemand Kims Tante in Kenntnis setzen. Immerhin gehört sie zur Familie. Sobald wir heimkommen, werde ich sie anrufen. Da drehte sich plötzlich der alte Mann am Nebentisch um und blickte Kim direkt in die Augen. So, ich bin mal weg. Okay, tschüssi, Kowski. Auf Wiedersehen, Markus. Bis zum nächsten Mal. Sternchen lächelt Kim freundlich an, Sternchen. Punkt davor. Name. Kim, stach ihn nicht so an. Das ist unhöflich. So ging es für Kim nach Hause. Diese Nacht träumte er nicht gut und am Ende wachte er schweißgebadet auf. Kim hatte in dieser Nacht einen wirren Albtraum geträumt. Ein weißer, großer Ozean, in dem Rebecca gewesen war, an dessen Rand Kim, Cometa Arcana, eine Figur aus Kims Science-Fiction-Heften und Dr. Schreiber gestanden hatten, hatten eine Rolle gespielt. Rebecca schien in den Ozean aus purem Weiß zu ertrinken. Kim aber musste ohnmächtig mit ansehen, wie dies geschah. Warum kann man das nicht zeigen? Dann war er aber doch endlich aufgewacht. Kim wachte schweißgebadet und mit zitternden Körper auf. Er blickte gegen die dunkle Decke, die in seinen inneren Augen noch immer die Traumbilder, als er ein Geräusch hörte. Was? Das Geräusch wiederholte sich, immer und immer wieder, bis Kim den Kopf drehte und den Schatten des Schaukelstuhls neben seinem Bett sah. Darin saß die Silhouette eines Mannes. Wer sind Sie? Der Alte lächelte wieder dieses seltsame Lächeln, bei dem sich kein Muskel in sein Gesicht regte. Wieder? Ja! Oh Mann. Och nee, es ist schon wieder so ein Text, dass ich das spiele. Du kennst mich. Seine Stimme war tief und durchdringend. Sie passte zu ihm. Kim hätte sich keine andere Stimme für ihn vorstellen können. Commander Arcana musste seine solche Stimme haben, dachte er. Immerhin ein bisschen besser als in den anderen Spielen die Texte. Es sind halt immer noch. Ist ein Jugendbuch oder ein Kinderbuch. Muss man sich ja bedenken, ne? Ich glaube, ich habe sie schon einmal gesehen. Zweimal. Zuerst im Krankenhaus, als du deine Schwester besucht hast, und später noch einmal auf der Straße. Erinnerst du dich nicht mehr? Das stimmte. Nach dem Krankenhausbesuch waren Kim und seine Eltern nochmal in ein Café gegangen, wo er den Mann auf der Straße gesehen hatte, als dieser vorbeigegangen war. Doch, sie kennen Rebecca? Ein belustigtes Lächeln glitt über das Gesicht des alten Mannes. Er hörte auf zu schaukeln. Richtete sich gerade auf und strich sich mit der Linken über den Bart. Es ist eigentlich mehr in der Schule, aber scheiß drauf. Natürlich kenne ich deine Schwester, Kim. Und ich kenne auch dich. Deine kleine Schwester hat viel von dir erzählt. Stotter. Ich kenne euch beide. Ich kenne auch deine Eltern und deine Tante Birgit. Aber sie kennen mich nicht. Leider möchte ich sagen. Aber tu mir den Gefallen und hör endlich auf, mich sie zu nennen. Wir sind doch Freunde, oder? Dann kann ich dir meinen echten Hasen zeigen. Oh Mann. Natürlich, wenn du nichts dagegen hast. Aber wie soll ich dich nennen? Nenn mich, wie du willst. Arcana vielleicht. Ich glaube, dieser Name würde dir gefallen. Arcana? Kim überlegte. Commander Arcana war größer als dieser alte Mann, jünger und stärker. Und während die Züge des alten Güte und Weisheit prägten, dominierte im Gesicht von Commander Arcana Kraft und Entschlossenheit. Kim ist glaube ich 10 Jahre alt oder sowas. Du bist nicht Commander Arcana. You don't say. Doch, Kim, das bin ich. Ich bin Commander Arcana, aber auch Gandalf, Merlin und der Mann im Mond, wenn du es so willst. Man hat mir viele Namen gegeben und mir ist jeder recht. Wenn du möchtest, nenne mich Themistokles. Ich glaube, das ist ein alter griechischer Philosoph oder sowas. So hat mich deine Schwester immer genannt.
Themistokles. Gut, aber wie sagte ich meine Schwester so genannt? Kennst du dich denn? Selbstverständlich, deine Schwester und ich sind gute Freunde. Er hob beschwichtigend die Hand. Gemach, Kim, gemach. Wir haben zwar nicht viel Zeit, aber ich werde dir alles erklären. Ich bin gekommen, um dich um Hilfe zu bitten. Mich? Was in aller Welt so mochte es geben, da dem er, ein kleiner, schwacher Junge, einem so klugen Mann wie Themistokles helfen konnte? Themistokles lächelte, als hätte er seine Gedanken gelesen. Es gibt etwas, Kim, etwas, wobei nur du helfen kannst. Oder, um es anders auszudrücken, es gibt jemanden, dem du nur helfen kannst und sonst niemand. Nicht einmal ich, deine Schwester. Rebecca? Themistokles nickte. Aber woher kennst du Rebecca überhaupt? Ich kenne sie schon lange. Sie hat mich oft besucht, dort, wo ich lebe. Sie hat viele Freunde drüben. In Wahrheit hat jeder sie gern. Umso wichtiger ist es, dass du uns hilfst. Aber ich verstehe nicht. Wo ist das, wo du herkommst? Und wie könnte ich dir helfen? Wo ich herkomme? Das Land, woher ich komme, heißt Märchenmond. Heißt Märchenmond. Märchenmond? Der Name, den ihn deine Schwester gab. Er hat uns so gut gefallen, dass wir ihn übernommen haben. Das erinnert mich verdammt stark an Schicksal Weltenspringer. Märchenmond ist eine Art Fantasiewelt von dir selber. Märchenmond stellt das dar, was deine Fantasie ist. Das ist nämlich auch Märchenmond. Man ist nie im Buch geklärt, in den Büchern geklärt, ob Märchenmond wirklich nur deine Fantasiewelt ist, dein eigener Kopf sozusagen. Also dass das alles träumt oder ob die Welt wirklich existiert. Es wird immer mal so angedeutet in den, ich glaube, es sind 4 oder 5 Bücher. Märchenmond, Märchenmonds Kinder, Märchenmonds Erben. Ne, es sind 4. Märchenmond, Märchenmonds Kinder, Märchenmonds Erben und die Zauberin von Märchenmond, glaube ich, gibt's. Und ist sozusagen eigentlich deine eigene Fantasie. Und ja. Deswegen, das ist auch die Erklärung dafür, weil Kim kriegt da später ein Schwert in dem Spiel. Das ist eine Erklärung, warum er, wenn er Märchenmond kommt, mit einem Schwert umgehen kann. Weil er sich das halt so vorstellt. Also in sich ist es halt logisch, ne? Weil du halt in deiner eigenen Fantasie, in deinen eigenen Träumen auch das machen kannst, was du willst, wenn du dir einen beeinflussen kannst. Und das ist halt sozusagen jetzt auch die seine Erklärung, warum Rebecca halt in dem Koma liegt. Weil er halt sich dann die ganzen Sachen, die er Märchenmond erlebt, vorstellt, um halt Rebecca retten zu können. So ein bisschen. Also es ist auch so, im Endeffekt ist es auch so eine Story von wegen, das Gute kann nicht ohne das Böse existieren. Ja, luzides Träumen. Das war das, was jeder gerne kommen können würde. Und da halt, es ist halt die Erklärung auch dafür, weil man kann, wenn man älter wird, ab einem bestimmten Alter kann man nicht mehr nach Märchenmond kommen. Weil man halt nicht mehr so sehr träumt und so eine Fantasie hat, wie man früher als Kind hatte. Das ist einfach Fakt. Je älter du wirst, desto weniger Fantasie hast du. Das ist halt dieses auch so ein bisschen, deswegen mag ich die Bücher halt auch wegen halt diesem Aspekt da. Es sind schöne Bücher. Und kann man an sich, wenn man sie gut machen könnte, könnte man die gut auch als RPG umsetzen. Weil es halt so eine Fantasy-Story ist an sich. Und Märchenmond ist ein Land, ein Reich, eine Welt, wie du möchtest, Kim. Deine Schwester war so oft drüben und wir haben immer gehofft, dass sie dich eines Tages mitbringen würde. Wir haben gerne Besuch, weißt du. Aber leider ist jetzt etwas geschehen, was niemand voraussehen konnte. Voraussehen konnte. Keine Ahnung, ich glaube, das ist ein Rechtschreibfehler. Und deswegen bin ich hier. Mit deiner Schwester ist Märchenmond ein Land voller Freunde, voll Spaß und lustiger Spiele. Aber Märchenmond ist auch ein Stück von eurer Welt. Es gibt Gutes und Böses dort. Und wenn wir bisher auch stärker waren und das Böse unter Kontrolle halten konnten, so ist es doch da. Deine Schwester ist oft alleine im Märchenmond spazieren gegangen und nie ist dir etwas zugestoßen. Wir beobachten die bösen Mächte ständig, weißt du? Aber deine Schwester drang so tief in den Wald vor und so tief, dass wir nicht mehr auf sie Acht graben konnten. Wir bewachen unsere Grenzen scharf, aber es Gefahren und Wege über das Schattengebirge. Ich muss sagen, dass ich absolut kein Fan von Fangames bin. Für mich ist das Besondere an Makern eben das, dass ich meine eigene Welt realisieren kann und nicht eine Welt kopiere. Finde ich nicht. Also ich mag Fangames. Ist halt Geschmackssache und manche sind halt schlechter, manche sind halt besser. Das hier ist halt übrigens das Beste. Ich meine, die Digimon-Spiele von Mr. Prince auch mit der Zeit ist besser geworden. Das zeigt die Story auch nicht unbedingt das Beste. Und das heißt er auch selber.
Schattengebirge? Die Grenze unseres Landes. Es sind Berge, höher als der Mond, deren Schatten so tief sind, dass nichts Lebendes sie durchdringen kann. Aber es gibt Wege hinüber, die nicht einmal wir kennen. Und deine Schwester hat einen solchen Weg entdeckt. Sie ging hinüber. Und dann? Sie wurde gefangen. Boras, der Herr der Schatten, sperrte sie in eines seiner Verliese. Aber ihr müsst sie befreien. Das geht nicht, Kim.